Ja, hallo Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich mal wieder, wie so oft schon, einen Mikrofontest für euch. Und zwar heute mal nicht von einem dynamischen Mikrofon, sondern stattdessen von einem Einsteiger-Kondensator-Mikrofon in hoffentlich, wie es ja hier steht, Studio-Qualität. Und zwar haben wir hier das Behringer C1. Sieht wirklich sehr gut aus. Und jemand, den ich kenne, scheint auch genau dieses Mikrofon in seinem Podcast immer zu verwenden. Und es hat sich auch recht gut angehört. Und deswegen wollte ich mir das heute auch mal von der Nähe anschauen. Die Verpackung ist hier recht groß und ich würde mich auch nicht wundern, wenn das echt aus Metall ist. Denn es wiegt auch ganz schön, muss ich ganz klar sagen. Also ich habe schon andere Mikrofone gehabt, die deutlich leichter waren. Aber das muss gar nicht so schlecht sein, denn normalerweise sind die Kondensatormikrofone auch immer so ein bisschen empfindlicher aufgrund der 48 Volt Phantomspeisung. Und da kann es natürlich sein, das werde ich jetzt gleich mal anschauen, dass quasi durch dieses Gewicht diese Erschütterung so ein bisschen vermieden wird. Weil wenn das Mikrofon jetzt ganz leicht wäre, würde es glaube ich auch mehr umherwackeln. Wie gesagt, ihr schaut euch gerade an, könnt ihr in der Navigation unten schon sehen, den Einführungsteil. Und was wir jetzt im zweiten Teil gleich mal machen werden, ist, wir packen das mal aus. Ich zeige euch ein paar tolle Aufnahmen, wie die Verarbeitungsqualität ist. Und dann in Teil 3, was natürlich wahrscheinlich für euch der interessanteste Teil ist, machen wir mal einen Klangtest. Ich schließe das Mikrofon mal an ein Audio-Interface an, beziehungsweise benutze einfach mal hier zum Testen meinen Lieblings-Preamp, den Tube MPC. Weil man hier so viele Einstellungsmöglichkeiten hat, ist es so ein bisschen vielfältiger als bei einem normalen Audio-Interface. Aber wie gesagt, das ist natürlich keine Pflicht, dass ihr hier irgendwie so ein extra Preamp verwendet. Man kann diese Mikrofone auch ganz normal einfach an ein Audio-Interface anschließen. Zum Beispiel kann ich hier mal kurz einblenden. So ein Gerät hat ja natürlich vorne auch einen Eingang, müsst ihr dann halt nur darauf achten, wenn ihr das ans Audio-Interface direkt anschaltet, dass ihr dann, ich kann es ja mal hier kurz umdrehen, hinten auch die 48 Volt Phantomspeisung entsprechend anschaltet. Und dann ist das natürlich auch mit den meisten gängigen Audio-Interfaces auch überhaupt kein Problem. Und ich sag mal, wenn man jetzt so ein USB-Audio-Interface hat, ist es natürlich einfacher, weil man hat einfach nur das USB-Kabel, schließt das ins Audio-Interface und macht dann das Mikro ran und dann ist man eigentlich schon startklar. Wenn man jetzt hier so ein extra Preamp hat, dann muss natürlich das Mikrofon an den Preamp und dann vom Preamp ans Audio-Interface. Und es ist immer noch ein Gerät mehr dann in der Signalkette. Und da hat auch schon mal ein Zuschauer gesagt, oh nee, das ist mir zu kompliziert oder nee, so viel Geld würde ich nicht ausgeben. Und gar kein Problem, braucht ihr auch nicht. Aber ich teste ganz gerne immer mit dem Preamp, weil ich den einfach ja, so gut finde. Also, wie gesagt, ich mache jetzt mal gleich das erste Mikro ran, teste dann quasi das Kondensatormikrofon, vergleiche ich auch nochmal gegen dynamisches. Dann haben wir eigentlich, also nicht nur eigentlich, dann haben wir wirklich einen guten Vergleich. Wir vergleichen quasi das günstige Einsteigermikro gegen hier so mein Standard-Vergleichsmikro an meinem Standard-Vorverstärker. Und ja, das machen wir in Teil 3, dann habt ihr quasi die Hörprobe. Und ich würde sagen, weil ich jetzt schon so viel geredet habe hier in dem Einführungsteil, wir springen jetzt mal zu Teil 2, dem Unboxing. Ich zeige euch die Nahaufnahmen und dann geht es danach gleich los mit dem Soundtest. Also lasst uns mal zum Unboxing springen. Los geht's! Ja, so Leute, dann wollen wir jetzt mal hier in die Verpackung von dem Behringer C1 Studio Kondensator Mikrofon schauen. Und wie gesagt, die Verpackung ist echt schwerer, als ich das normalerweise so gewöhnt bin. Steht hier noch irgendwas drauf? Jupp, hier steht eine ganze Menge, dass es hier low noise sein soll, transformerless Fett Input. Also hier steht jede Menge drauf. Ich würde sagen, anstatt das jetzt mal alles durchzulesen, spanne ich mich jetzt mal nicht weiter auf die Folter, sondern schaue hier einfach mal rein, denn ich bin schon neugierig, was hier drin ist. Also ihr seht, das ist edel verpackt. Hier nicht nur eine Außenverpackung, Karton, sondern jetzt hier drin auch noch aus Plaste, sehr robust, so ein schöner Transport Case. Und hier unten nochmal eine Bedienungsanleitung, die auch in zig verschiedenen Sprachen ist. Also wirklich sehr, sehr viele Sprachen hier drin. Wir wollen jetzt aber mal primär auf das Mikrofon schauen. Das ist ja, was uns hier interessiert. Also machen wir hier mal den Karton auf, klappen das vorsichtig auf. Und ihr seht, es ist wirklich super ausgepolstert.
So, ups, da musst du die Kamera mal kurz wieder scharf stellen. Hier sind auch zwei so eine Feuchtigkeitsabsorber drin. Und immer ganz wichtig, dieser tolle Adapter. Also achtet immer drauf, wenn ihr euch ein Mikro holt, dass da auch der Adapter dabei ist. Den braucht man nämlich, wenn man, je nachdem, welche Mikrofonhalterung man hat, wenn da der Adapter fehlt und ihr habt eine kleine Mikrofonhalterung, dann ist es sehr ärgerlich. Ist mir ein einziges Mal bei einem Mikrofon vorgekommen. Deswegen erwähne ich das jetzt irgendwie immer. Ja, wir schauen uns das jetzt hier mal von der Nähe an, das Behringer C1. Und es ist wirklich schwer. Also robust aus Metall. Hier kann man das auch sehen. Auf der einen Seite den XLR-Anschluss, wo man auch Phantomspeisung dann anschalten muss, weil es ja ein Kondensatormikrofon ist. Und hier, wie gesagt, diese besagte Mikrofonhalterung. Da kann ich eigentlich gleich schon mal den Adapter reinmachen. Denn den werde ich gleich brauchen, wenn ich das auf meine Mikrofonhalterung mache und das teste. Jetzt aber mal noch eine Ansicht von vorne. Also ich frage mich dann, ob dann auch gleich da die Leuchtdiode leuchtet, wenn man da quasi die Phantomspeisung anmacht. Also ich finde, es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Und ich hoffe mal, es so klingt auch so gut, wie es mir hier gerade wertig vorkommt. Das soll es erstmal gewesen sein zum Unboxing von dem Behringer C1. Ich kann das hier mal noch so ein bisschen daneben legen. Also die einzige Abweichung, die mir jetzt auffällt, ist, dass es hier auf der Verpackung silber aussieht und hier in dem Karton aber, ja, ich hoffe, man sieht das jetzt hier so ein bisschen ganz leicht golden glänzend ist. Also silber ist das hier nicht, aber das macht mir jetzt persönlich nichts aus. Von Farbvarianten steht jetzt hier auch nichts drauf. Ich würde einfach mal sagen, wir hören uns das jetzt mal an und vergleichen es dann auch mal mit einem dynamischen Mikrofon. Denn wie gesagt, Kondensatormikrofone sind eigentlich normalerweise immer so ein bisschen empfindlicher. Kommt so ein bisschen auf das Mikrofon dann auch an. Aber wenn ihr zum Beispiel ein sehr empfindliches Kondensatormikrofon hättet, dann kann es natürlich auch sein, ihr seht ja den Tisch hier, wenn man spricht, dann die Schallwellen treffen natürlich auch auf die Oberflächen und werden zurückreflektiert. Und persönlich finde ich immer dynamische Mikrofone, weil die halt den Klang wirklich nur direkt hier vor der Kapsel aufnehmen, wird an der Seite immer sehr gut geschirmt. Dadurch kann man mit dynamischen wirklich auch sehr gut arbeiten, selbst wenn die Raumakustik nicht so perfekt ist. Bei Kondensatormikrofonen, wenn die sehr empfindlich sind, muss ich so ganz klar sagen, nach meiner Erfahrung kann es manchmal auch sein, dass ein Kondensatormikrofon zu empfindlich ist. Und sag ich mal, ihr seid irgendwo, euer Rechner ist sehr laut, da ist ein lauter Lüfter oder die Raumakustik ist nicht so perfekt, kann das je nach Mikrofon auch dann entsprechend in der Tonaufnahme auftauchen. Aber das werden wir gleich im Vergleich von den beiden Mikrofontypen sehen. Also ich würde sagen, wir springen jetzt mal zu Teil 3, dem Soundtest. Los geht's! So, hallo Leute, wir haben einen neuen Tag und ich habe jetzt hier mal aufgebaut, könnt ihr sehen, mein Preamp zusammen mit dem Behringer C1 Studio Kondensatormikrofon, ein günstiges Einsteiger-Kondensatormikrofon. Und ja, ihr hört gerade den Klang. Ich kann euch ja nochmal erklären, wie ich das hier quasi verbunden habe. Also aus dem Behringer C1 läuft quasi hier so ein Kabel raus in den Preamp rein. Das ist ein XLR-Kabel. Müsst ihr natürlich auch immer bedenken, ihr braucht dann natürlich auch ein extra XLR-Kabel. Das war jetzt bei dem Mikrofon, habt ihr gestern beim Unboxing gesehen, war das nicht mit dabei. Das Signal wird dann quasi hier vorverstärkt. Da kann man zumindest jetzt hier beim Vorverstärker jede Menge einstellen. Hättet ihr jetzt hier einfach nur ein USB-Audio-Interface, wäre das im Prinzip so ähnlich. Da wären halt diese beiden Regler nicht da, dann hättet halt ihr nur den einen Regler für die Eingangsempfindlichkeit. Ich habe jetzt hier noch ein paar mehr, das benutze ich jetzt hier gerade nicht. Und deswegen sind die auch genau auf der Mitte eingeschaltet. Das Signal geht dann quasi aus diesem Preamp mit einem zweiten XLR-Kabel hier hinten wieder raus, direkt in mein Audio-Interface. Ist quasi, finde ich immer so, der Preamp steigert immer noch mal so ein bisschen die Qualität. Was mich überrascht hat an dem Behringer C1, muss ich ganz klar sagen, ist, dass ich hier, ihr seht ja, die Eingangsempfindlichkeit ist hier auf der 3 Uhr Position. Also ich hätte jetzt gedacht, dass man das nicht so hoch drehen muss, weil leider seht ihr jetzt nicht, hier hinten ist so ein Taster für die 48 Volt Phantomspeisung. Das sieht man leider nur auf der Rückseite. Also die Phantomspeisung ist jetzt auch wirklich an und trotzdem musste ich die Empfindlichkeit doch noch sehr, sehr hoch drehen. Hätte ich nicht gedacht. Also
bei anderen Kondensatormikrofonen, die ich in der Vergangenheit getestet habe, war das, glaube ich, wenn ich mich jetzt recht zurückerinnere, niedriger. Ja, da habe ich die vielleicht auf die 1-Uhr-Position oder so gestellt. Also das ist jetzt kein so großer Unterschied, fällt mir aber auf. Ja, dann bin ich mal schon ganz gespannt, wie sich dieses Behringer C1 hier anhört. Ich habe es mir jetzt so mit dem Preamp noch gar nicht angehört, deswegen bin ich wirklich sehr, sehr neugierig. Ich würde sagen, wir springen jetzt mal noch, machen nochmal den Vergleich. Ich schließe nochmal ein dynamisches Mikrofon an und dann habt ihr quasi den Vergleich zwischen dem günstigen Behringer C1 Kondensatormikrofon und dann vergleiche ich es nochmal gegen ein etwas teureres dynamisches Mikrofon, sodass ihr mal den Unterschied gehört habt. Also wechseln wir mal kurz das Mikro. So Leute, da bin ich schon wieder und zwar hören wir jetzt uns gerade an das Shure SM58, wenn ich die Hand hier vors Mikrofon halten. Das ist quasi so das klassische Mikro, das kostet natürlich auch mehr, deutlich mehr, aber mit dem, weil das halt so weit verbreitet ist, teste ich immer ganz gerne als Referenzklang. Also ihr seht, Phantomspeisung habe ich jetzt hinten mal ausgeschaltet, Verkabelung ist natürlich ganz klar, ist immer noch die gleiche. Und was, das Einzige, was ich geändert habe, ist hier die Empfindlichkeit. Die habe ich jetzt wirklich voll aufgedreht. Und ja, also ihr müsstet ganz klar hören, also das müsste sich jetzt wirklich anders anhören als so ein Kondensatormikrofon. Ich finde immer, bei den dynamischen hat man immer diesen, ich glaube im Englischen sagt man Proximity-Effekt. Umso näher man rangeht, umso mehr Bass taucht hier auf. Mein Preamp hat natürlich hier so einen Taster. So ein Low-Cut-Taster, das ist im Prinzip, könnt ihr euch vorstellen, wie so ein Filter am unteren Ende des Frequenzbands, wo er quasi so tiefe Töne so ein bisschen wegnehmen kann. Kann ganz praktisch sein, wenn ihr quasi diesen Nähen-Effekt, ich kann es ja mal kurz ausschalten. Und dann sollte sich meine Stimme eigentlich deutlich tiefer anhören, als wenn ich es jetzt hier wieder anschalte. Dann ist es nicht ganz so tief. Also nimmt ein bisschen weg und kann auch praktisch sein, wenn ihr jetzt so ein bisschen mit Erschütterung zu tun habt, weil die Erschütterung, wenn ich hier so ein bisschen auf den Tisch klopfe, wieder mal den Low-Cut ausmache. Ja, ist jetzt vielleicht so ein bisschen der Vorführeffekt, aber normalerweise gleicht es halt diese zwei Sachen so ein bisschen aus, macht es so ein bisschen resistenter gegen Erschütterung und mindert diesen Nähe-Effekt bei dynamischen Mikrofonen ein bisschen. So, wie gesagt, Low-Cut hatte ich eben auch bei dem Behringer C1 an, weil ich finde, das Behringer C1 ist, glaube ich, doch schon relativ empfindlich, wenn man da auf dem Tisch rumhämmert. Dann nimmt das Kondensatormikrofon das deutlich auf und das solltet ihr euch halt auch überlegen, ja, wenn ihr jetzt Let's Plays machen wollt und ihr habt noch einen alten Computer, der macht Geräusche oder ihr bewegt eure Hand öfter auf dem Tisch und dann kann es natürlich sein, dass wenn ihr jetzt nicht so eine Spinne habt, die quasi dieses Erschütterung ausgleicht, bei Kondensatormikrofon hat man oft eigentlich so eine Spinne, wo die dann reinkommen. Dann werden natürlich auch die, können sich die Erschütterung im schlimmsten Fall auch ins Tonsignal mit übertragen. Deswegen, mein Favorit sind eigentlich immer hier diese dynamischen. Aber ja, das soll es jetzt erstmal soweit gewesen sein von dem Soundtest. Ich höre mir das Ganze jetzt nochmal an, springe zum Fazit und teile euch dann mal so meine Meinung mit von diesem günstigen Einsteiger. Kondensatormikrofon im Vergleich zu den etwas teureren. Also ab zum Fazit. So Leute, dann sind wir jetzt schon zu Teil 4, dem Fazitteil, gesprungen und ich fasse jetzt nochmal zusammen, was wir über das Behringer C1 Studio Kondensatormikrofon soweit gelernt haben. Wie gesagt, im ersten Teil habe ich euch das Projekt mal vorgestellt, im zweiten Teil habe ich mal ein Unboxing gemacht und habe euch das Mikrofon genau von der Nähe gezeigt. Mir ist quasi aufgefallen, dass es hier nicht wie auf der Verpackung silber ist, sondern so leicht golden. Ihr habt auch gesehen, dass es hier so eine praktische Transportverpackung hat. Und soweit war mein Eindruck eigentlich erstmal sehr gut. Und ihr habt ja quasi im Klangtestteil auch sehr ausführlich oder sehr genau hören können, wie sich so ein Mikrofon mit 48 Volt Phantomspeisung denn anhört. Habt ihr jetzt mal eine Vorstellung davon quasi bekommen. Und ich habe es sogar noch hier mal zu Vergleichszwecken mit dem Shure SM58 nochmal einen Vergleich angestellt. Damit habt ihr quasi von beiden Mikrofontypen, also dynamisch sowie Kondensator, quasi nochmal die Klangcharakteristik so ein bisschen vergleichen können. Persönlich finde ich, dass hier beim Kondensator die oft so
vielleicht so ein bisschen klareren Sound produzieren können. Und bei dynamischen ist es vielleicht so ein bisschen mehr wärmer und basslastig. Aber das ist jetzt so mein subjektiver Eindruck gewesen. Kann auch immer so ein bisschen schwanken, je nachdem, was man da einstellt und was für Hardware man benutzt. Beziehungsweise ob man jetzt irgendwelche Filter da hinzusendet. Also dieses Low-Cut hatte ich ja erklärt bei meinem Vorverstärker. Wie gesagt, wenn ihr keine solchen Sachen an eurem Audio-Interface habt, macht euch keine Sorgen, denn in der meisten, wenn ihr jetzt, sage ich mal, aufnehmt in einer Aufnahmesoftware, kann man da normalerweise auch immer Effekte draufpacken. Denn so ein Low-Cut ist ja im Prinzip fast so wie bei so einem, ja gut, Equalizer will ich jetzt nicht sagen, aber jedenfalls kann man in der Aufnahmesoftware normalerweise immer noch sehr gut nachbearbeiten. Ich würde sagen, das war es jetzt soweit zu dem Soundcheck von diesem Behringer Kondensatormikrofon. Ich finde, mir hat es ganz gut gefallen, für den Preis recht gutes Ergebnis. Denkt bitte dran, auf meinem Kanal, wenn ihr mal zu meiner Kanalseite geht, kann ich ja hier mal noch kurz einblenden. Dann findet ihr natürlich da auch in der Rubrik Audio noch ganz viele weitere nützliche Videos zu verschiedenen Audio-Interfacen, dynamischen sowie Kondensatormikrofonen. Und ganz besonders auch, falls ihr auch zum Beispiel YouTube-Videos machen wollt, das ist ja oft bei YouTube-Videos so ein bisschen knifflig, mit der Kamera zu arbeiten und da den perfekten Ton hinzukriegen, habe ich natürlich auch noch so ein extra Video, was quasi erklärt, so die Grundlagen, Lavalier-Mikrofon zum Beispiel hier richtig verwenden, um halt guten Sound für eure Videoaufnahmen hinzubekommen. Also wie gesagt, wenn ihr euch für Ton-, Audiosachen oder Videosachen interessiert, schaut mal auf meiner Kanalseite vorbei. Ich sehe euch als Abonnent und im nächsten Video. Leute, alles Gute, bis dann, ciao. Ja, und weil du dir gerade das Video von dem Behringer C1 Mikrofon angeschaut hast, könnte dich vielleicht auch interessieren, mein Review, den ich letztlich gemacht habe, von diesem schicken Yamaha AG03 USB Audio Interface. Finde ich, ist auch ein ganz tolles Teil. Und ich bin echt überrascht, dass mehr und mehr Menschen meinen Kanal bereits abonniert haben, aufgrund der nützlichen Videos, die ich hier für euch bereitstelle. Und du kannst jetzt auch abonnieren. Ich sehe dich im nächsten Video und vielleicht sogar in einem meiner Online-Kurse. Bis dann, ciao, ciao.